Radio PSR. Hau den Lukas. Oh, das sieht gut aus. Steffen hat den ersten drin, aber Monique kommt hinterher. Er verkeilt sich. Einfach weiter. Ah, da kommt der Handwerker durch. Steffen ist nicht schlecht. Monique. Ja, ja, sie holt auf. Ist auch beim letzten Nagel. Damit hat Monique gewonnen. Bei meiner guckt noch ein bisschen raus. Ich habe die große Fresse und die Runde verloren. Herzlichen Glückwunsch. Danke. 1-0 für Monique. Hey. Ey, das geht nicht so. Es geht natürlich darum, die Weingläser zum Klingen zu bringen. Ne? Ah. Also, selbstverständlich ist die Schüssel dafür da, den Finger zu befeuchten. Und zwar wirklich richtig schön feucht. Und dann oben am Rand lang, so dass ein Ton erklingt. Oh, ja. Das macht ihr bitte schön gleichzeitig. Denn wessen Glas zuerst erklingt, der gewinnt. Ich bin mal gespannt, ob ich überhaupt einen Ton rauskriege. Funktioniert das nicht nur mit Alkohol? Nee, das geht auch mit ganz normalem Wasser. Und wir haben das eine Glas von Monique mit Wasser befüllt, dass es einen anderen Ton hat als dein Glas, Steffen. Ne? Also deswegen werden wir auch ganz genau hören, welches Glas klingt. Ihr seid bereit? Ihr könnt schon mal euren Finger nass machen. Und bitte richtig nass. Also es ist wirklich wichtig, dass ihr richtig schön feucht ist. Wenn es da ein bisschen runtertropft, kein Problem. So, und dann gibt es mein Signal. Und auf dieses Signal. So. Moment. So. Auf. Hau den Lukas. Ihr seid beide natürlich blöde. Ihr dürft nicht das Glas, den Klangkörper festhalten. Ne? Also bitte nochmal hinstellen. Das ist der Ton von Steffens Glas. Monique, das ging jetzt doch schneller als gedacht. Schön. Aber versuch mal deinen Ton. Ich kann mich gar nicht mehr satt hören. Naja, ich glaube, diese Runde geht aber eindeutig an Herrn Lukas. 1-1 für Glückwunsch. Ich lese euch 8 Politikernamen vor. Ihr bitteschön die entsprechende Partei dazu. Wer schnell zu gewinnt, ne? Ist klar. Das Schweigen im Walde. Das ist also wirklich nicht meine Lieblingsdisziplin. Monique, wie gut kennen Sie sich aus in der Politik? Ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster. Geht so. Also was ich gerade weiß ist, Sag am besten noch nichts, weil vielleicht ist es ja jetzt gleich dabei. Angela Merkel, CDU, das war's aber auch schon. Ist sie dabei? Seid ihr bereit? Ja. Jawohl. Okay. Also 8 habe ich insgesamt. Wer also 5 als allererstes zusammen hat, hat schon gewonnen. Es geht los mit Kurt Beck. SPD. Richtig, 1-0 für Monique. Ja, da guckt Steffen nicht schlecht. Der nächste, Helmut Kohl. CDU. Also so 2-0! So schnell kannst du gar nicht Luft holen. Monique, es geht weiter mit Klaus Wowereit. SPD. Das war Monique, 3-0. Oskar Lafontaine. Die Linken. Ja, 3-1. Guido Westerwelle. FDP. 4-0. Oh Menno. Monique, wenn du jetzt noch einen hast, 4-1. 4-1, ja. Sag Renate 4-1. Kühnerst. Grüne. Das gibt der es doch nicht. Die Runde geht jetzt